ist es arschkalt auf einmal auch. Ja, das bin ich. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich in diese Situation geraten bin, dann spulen wir besser ein bisschen zurück. Hey, ich bin der Markus und das ist mein Gesicht, wenn ich an die Berge denke. Und das ist mein Gesicht, wenn ich an schmelzende Gletscher, schlechte Winter oder Felsstürze denke. Ich liebe die Berge. Meistens bin ich beim Klettern, bei Skitouren oder auch beim Bergsteigen unterwegs. Und das in der Regel mit meinem Bus, ein 11 Jahre alter Ford Transit. Damit fahre ich im Jahr ungefähr 15.000 Kilometer. Und irgendwie habe ich mittlerweile das Gefühl, ich sollte mehr für den Klimaschutz tun. Deshalb habe ich meine Kollegin Hanna, die beim DRV im Klimaschutzprojekt arbeitet, gebeten, meinen Fußabdruck zu berechnen. Exakto, das hier ist deine Emissionsbilanz, und zwar diese Seite. Du bist insgesamt auch ein bisschen überm Schnitt. Sind das die 11.000 sind mein Schnitt oder ist die, meine Bilanz? Genau, 11 Tonnen ich sind das. Ich bin überdurchschnittlich. Du bist überdurchschnittlich, ja. Da habe ich null gerechnet. Ich dachte echt, dass ich unterdurchschnittlich bin. Das liegt wahrscheinlich, dass deine Emissionen hier so groß sind, schon auch daran, dass du einfach sehr, sehr viel unterwegs bist. Also du hättest auch im vergangenen Jahr einmal mit deinem Auto nach Peking und zurückfahren können. Das hat mich echt frustriert und ehrlich gesagt hat es mir auch ein bisschen die Augen geöffnet. Deshalb habe ich mir eine Challenge gesetzt. Ich will heuer alle meine Bergtouren ohne Auto und nur mit den Öffis machen. Und ich will nicht einfach weniger in die Berge gehen, sondern eigentlich noch mehr. Ich will den Sommer meines Lebens. Und damit ich in den Bergen nicht alleine unterwegs bin, begleiten mich meine Kollegen Janina und Franz. Auf geht's! Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Ich stehe hier um 6:30 schon am Münchner Hauptbahnhof heute und warte auf den Meridian Richtung Salzburg, weil wir heute die Staufenüberschreitung machen. Laut Franz ist es eine der besten Touren im Chiemgau überhaupt und echt gut mit den Öffis erreichbar. Ich habe es noch nicht gemacht, geschweige denn mit den Öffis. Und ich glaube, das werden zwei richtig, richtig coole Tage. Das war tatsächlich ganz schön knapp in München. Da war nämlich der falsche Zug irgendwie angeschrieben und dann bin ich gerade noch in den richtigen Zug gesprungen. Und ich glaube, jetzt bin ich bald da. Ich meine, man sieht ihn auch schon. Ja, Franz treffe ich in Freilassing, der steigt dann zu, dann steigen wir irgendwie, oder steigt nicht zu, sondern wir steigen dann nochmal um. Dann gehen wir jetzt einfach los, oder was machen wir? Du bist hier der Local, was machen wir, oder sag mir mal irgendwas dazu. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt relativ wenig vorbereitet, nachdem du gesagt hast, du hast es im Griff. Ja. Das Coole an der ganzen Tour ist einfach, dass wir ab dem Start enge Pfade haben, steile Pfade, auch seilversichertes Gelände, Serpentinen und unglaubliche Tiefblicke. Und das steigert sich dann. Am Anfang, der Fuhrer Heiberg ist ja eher so ein waldbestandener Berg. Und nach dem Fuhrer Heiberg geht es über einen Sattel zum steigenden Jäger, der quasi so eine Art Ostgrat vom Staufen ist. Und da wird es dann eben felsig. Und das sind ungefähr weitere 600 Höhenmeter. Angeschrieben ist es mit 2,5 Stunden bis zum Reichenhallerhaus. Und da verbringen wir dann die Nacht. Das Reichenhallerhaus klebt im Grunde wie ein Adlerhorst am Staufen dran, knapp unterhalb vom Gipfel. Das ist echt beeindruckend. Am nächsten Tag sind es dann nicht so viele Höhenmeter, aber der Grat ist sehr anspruchsvoll nach wie vor. Wir gehen ungefähr 600 Höhenmeter Richtung Zwiesel rüber. Und von da müssen wir den ganzen Weg eben absteigen nach Inzell. Auch das ist wieder ein schöner Pfad. Das ist natürlich eine Gegend, wo hier echt auch viel passiert irgendwie. Hier auch? Also ja, genau. Also man sieht ja irgendwie, man sieht das auf der Kamera nicht immer so gut, gell? Aber hier geht es ja im Grunde, der Weg ist zwei Füße breit, drei Füße breit. Und dann geht es halt eigentlich steil bergab. Und wenn man da irgendwie ins Fallen kommt, kommt man relativ gut ins Rutschen und wird dann vielleicht durch Baumstämme oder sowas gebremst, aber sehr unsanft. Oder weiter oben wird es ja sehr felsig auch. Dann kann es halt einfach sein, dass man da sich richtig wehtut. Also das ist schon so ein bisschen so ein unterschätzter Berg, der Fuhrer-Heiberg. Ja, cool. Ersten Gipfel haben wir geschafft. Wir sind jetzt gerade hier oben auf dem Fuhrer-Heiberg.
Bis zum Hochstaufen ist aber noch eine Weile. Man sieht ihn da hinten schön drin. Also es wird sich jetzt echt nur ein bisschen ziehen, schätze ich. Bis hierhin war es schon echt cool, muss man sagen. Es ging jetzt echt super steil los und irgendwie auch spannender Wanderweg. Also nicht zu trivial, immer recht schmal und dann auch echt viele ausgesetzte Stellen irgendwie mit einer echt super Aussicht auch. Gerade da unten jetzt nochmal, bevor sie so einen kleinen Klettersteig hochging, haben wir nochmal echt richtig weit schauen können. Das sind dann schon immer so ein bisschen die Highlights, finde ich, von dem Ganzen. Aber warm ist es gerade wieder. Also sobald wir aus dem Wald raus sind, knallt die Sonne wieder. Ich habe jetzt hier auch mal wieder meine Mütze, meine Cap aufgezogen. Franz, was ist denn das jetzt hier alles? Das ist jetzt eigentlich schon, müsste Blick Richtung Berchtesgaden sein, oder? Aber was sind das alles für Erhebungen und für Berg hier? Ja, das ist der Untersberg. Dann haben wir hier das Lattengebirge. Was darüber geht, hier diese weiße Rampe. Das ist der Hochkalter, Reiteralm. Ja, also man kann ja hier zum Beispiel das Lattengebirge komplett überschreiten. Von Reichenhall aus, von Kirchberg kann man hochgehen dann. Und dann kann man quasi über Bayerisch Gmain hier hinten wieder zurück und kann wieder mit der Bahn zurückfahren. Dann hier natürlich der Fuderheuberg, Staufen, das geht ja auch alles recht gut mit der Bahn. So Durst. Null mehr Wasser. Zu der Hochzeit. Ich bin so am Arsch. Oh, das ist so richtig geil. Im Grunde war es ein voller Erfolg, glaube ich, oder? Also ich meine, das hat alles echt gut funktioniert in der Früh. Da habe ich mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht, dass ich einen richtigen Zug erwische, dass ich pünktlich da ankommen und wir auch wirklich pünktlich losstarten können, weil wir auch einen vollen Tag irgendwie hatten. Und dann ging es ja schon relativ steil irgendwie los. Also schon auch irgendwie anspruchsvoller Weg die ganze Zeit, also eng, steil, immer wieder mit ein paar Kletterpassagen, leichteren Kletterpassagen mit drin, wo man zumindest mal die Hände benutzen muss. Durst haben wir gehabt wie Sau, also ganz brutal. Jetzt gibt es dann um 6 gleich Essen auf der Hütte, gehen wir runter. Na und dann übernachten wir hier oben und dann schauen wir morgen nochmal Richtung Zwiesel nach da hinten und dann Richtung Inzell runter. Das wird bestimmt auch nochmal ein Meter morgen. Weil es sieht auch wieder ganz schön weit weg aus. Dann müssen wir erstmal hier ein bisschen runter, rauf, runter. Also haben wir schon noch einiges vor uns. Und ich hoffe echt, dass das dann nahtlos klappt mit dem nach Hause kommen. Weil wenn ich dann irgendwo in Inzell stehe, 5 Stunden, dann kriege ich die Krise, glaube ich. Aber schau mal, Franz sagt, das ist kein Stress. Und dem glaube ich jetzt einfach mal, oder? Ja, freue mich. Dann schau dir die Suppen mal bitte an. Passt das für die Suppen? Besser geht's nicht. Ja, auf die schöne Wäder. Ja, ja, genau. Endlich. Prost. Geht so gerade noch so. Und überhaupt, also Christine, Andi, das ist auf dem Berg haben wir sowieso. Ja, ja, das klappt beim Best. Bei mir haben mittlerweile auch schon einige, die was mit dem Zug umreisen. Mhm. Also München überhaupt. Ja, so wie ja halt quasi. Gerne ja. Mit Zug an. Aber wir haben jetzt schon einige gehabt, die was da von Wien kämen. Ja. Ihr habt ja auch echt ein Wahnsinnspanorama, das ist ja total krass. Das ist schon super. Das ist das, was bei uns zirkt. Und wir haben, wie ihr es da angerufen habt, und haben gesagt, das kommt da am Montag. Und dann haben wir jetzt wie überall 6 Wochen Sauwetter gehabt. Und dann gesagt, ja genau, haben wir öfter gehabt, die kämen dann rauf und kannst da eine Navybank da haben. Und ja, sagst, ja, toll. Also wie lange macht ihr das schon? Das ist jetzt die 15. Saison. Was 15. Saison, ja. Krass. Wir haben heute schon mal darüber gesprochen, Wasser ist ja doch irgendwie ein trockener Berg. Ja. Ist das ein Thema für euch? Ja. Ja? Wie schaut es da aus aktuell? Jetzt sind wir voll. Also wir sammeln das Regenwasser vom Dach. Es wird dann UV-bestrahlt, also aufbereitet. Das passt, aber du hast halt nur so viel Wasser wie es ein Ring. Also das heißt, vom ersten Tag bis zum letzten Wasser sparen. Also es ist nicht wie daheim, dass du einfach mal Wasser anlaufen lässt, sondern du überlegst dir jeden Tropfen
was du verbrauchst. Das hat auch meine Kinder nicht geschaut, weil die waren bei meinen Eltern schon bei Urlaub machen herum sozusagen. Mhm. Und die haben das dann eigentlich, für die haben da viel gelernt, ja, dass das nicht selbstverständlich ist, dass Wasser aus dem Wasserhahn kommt oder dass der Strom aus der Steckdose kommt. Mhm. Weil ganz am Anfang, beim schlechten Wetter, hat mein Vater keinen Strom gehabt, weil das so eine kleine Anlage war. Und da haben die Kinder halt einmal nicht Fernsehen schauen können. Wie ist das jetzt? Kommen die noch gern hoch oder sagen die ja? Ja, 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 schon. Ja. Aha. Die helfen uns also. Am Wochenende können wir bei einem auch fast helfen. Beim schönen Wetter. Und durch die Hand gern herum. Ja. Light is something sweet. Let it wash over all of me. With you I form my company. Forever closed in the unknown. Hast du das schon gesehen? What the fuck? Auf geht's, oder? Die Richtung ist deutlich besser, gell? So. Ja. Vom Wetter her im Vergleich zu der da. Also jetzt schauen wir mal, wo es kommt, gell? Wenn es von da hinten kommt, dann schaut es zappelduster aus irgendwie. Auf dem Osten kommt es selten, oder? Ja. Sehr Westwetter. Aber klar, ich meine, es ist so viel Wasser in der Luft von den letzten Wochen. So viel Feuchtigkeit, da kann es schon mal schnell mal knallen, gell? Ja, drum. Schauen wir, dass wir weiterkommen. Außer Atem. Wir sind gar nicht recht flott unterwegs. Da drüben sieht man auch schon das Wiesel. Da geht es jetzt weiter und dann hinten geht es runter auf den Abstieg. Und ich glaube, wir liegen jetzt echt ganz gut in der Zeit. Das Wetter hält gerade auch erstaunlich gut. Das Wetter. Mhm. Schaut jetzt echt ein bisschen besser aus noch. Also ich glaube, dass wir eigentlich ganz gut durchkommen, das hält. Tja, Markus. Kurz vorm Ende erwischt uns dann doch. Boah, es ist arschkalt auf einmal auch. Komplett nass. Aua. Hey, die Grabbel sind echt, also der Hagel ist gar nicht so klein, hey, das tut echt weh. Scheiße, ersten Donner haben wir gerade gehört, da hinten. Da schaut so echt fies aus und finster. Jetzt geht mir dann doch so ein bisschen die Düse, ehrlich gesagt. Also ich würde jetzt schon gerne schauen, dass wir weiterkommen und schnell machen, weil oben hier exponiert im Gewitter stehen, habe ich echt nur so mittel viel Lust. Wie nass bist du? Was für eine Frage. 95% hätte ich gesagt, also eigentlich alles, bis auf die Unterhosen. Komplett. Aber schau mal, Adelgas. Aha. Da wird der Bus. Ein Busschild. Lass mal ganz Knubbel weg. Lass mal ganz Knubbel weg. Das macht auf jeden Fall sicherheitstechnisch mehr Sinn. Hab Internet, ja. Aber dann könnten wir mal googeln. Dorflinie Insel täglich. Brauchen wir die andere Richtung, oder? Alles. Ja, kannst du kurz warten. Voilà.
Uiuiuiui, da hinten grummelt es aber schon noch ganz schön. Bin schon froh, dass wir einen Direktabstieg genommen haben, ehrlich gesagt. Jetzt nicht noch irgendwo auf dem Gamsknobel rumeiern. Ich hab ihn voll drin, aber er ist zumindest jetzt vorbei. Also das Schlimmste haben wir, glaube ich, überstanden, so wie es ausschaut. Conny, super. So, wir sind jetzt durch, wir sind wieder auf der Straße gelandet. Also die Schwierigkeit ist jetzt vorbei, hinter uns sieht man noch einen Berg. Wo wir gerade die Flanke runtergekommen sind und dann durch den Wald. Es war so noch ein ganz schöner Hatscher. Ist eigentlich echt ganz lustig. Gestern hat es uns total aufgebrannt. Aufstieg war super heiß. Durst haben wir gehabt wie Sau. Und heute hat es uns dafür komplett das Gegenteil einfach weggespült. Aber jetzt sitze ich da und habe eigentlich keinen Bock mehr. Und jetzt müssen wir, Franz grinst gerade schon hinter der Kamera, weil jetzt müssen wir nämlich nach Inzell laufen. Weil von Adelgast, wo wir eigentlich hin wollten, hätten wir auf den Bus 3 Stunden warten müssen. So viel zu Franz ist, ja, wir kommen jederzeit immer heim. Jetzt haben wir halt noch mal ein bisschen Hatscher. Eigentlich tun meine Füße schon weh, aber ich glaube, da gibt es auch Schlimmeres und da bricht mir jetzt kein Zacken aus der Krone. Aber Hanna, ich musste gestehen, wenn ich ganz, ganz ehrlich sein darf, am allerliebsten würde ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt einfach in ein warmes Auto setzen und direkt heimfahren. Und nicht zum nächsten Bahnhof hatschen und Zug warten, aber es hilft ja nichts. Das sind halt die. Also irgendeinen Tod muss man halt mal stellen. So, ich bin jetzt tatsächlich endlich zu Hause. Die Heimfahrt war noch eine ganz schöne Odyssee, weil die Zugstrecke nach München gesperrt war und dann gab es einen Ersatzzug und naja. Mir ist schon klar geworden, dass die Planung mit den Öffis da einfach genauso dazugehört wie die allgemeine Tourenplanung. Da darf man nicht so blauäugig rangehen, sondern muss sich das einfach genau angucken und dann glaube ich auch, dass das beim nächsten Mal noch besser funktioniert, weil es ist schon ein sehr, sehr cooles Konzept und ich freue mich tatsächlich auch auf unsere nächsten Touren. Nächstes Mal geht es nämlich ins Hochgebirge. 4 Tage auf den Berliner Höhenweg ins Zillertal. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Und jetzt gehe ich erstmal duschen und lege dann noch die Füße hoch. Ich brauche heute gar nichts mehr.